Hallo und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Heute zeigen wir dir, wie du kurz und einfach einen Salat mit Garnelen zubereitest. Bleib bis zum Ende dabei, damit du nichts verpasst. Los geht's! Du benötigst die folgenden Zutaten: einen halben Kopf Salat, eine gelbe Paprika, 250 Gramm Kirschtomaten, eine reife Avocado, eine halbe Salatgurke, ein Teelöffel Senf, zwei Teelöffel Honig, 300 Gramm gekochte Garnelen, drei Esslöffel Zitronensaft, 2 Esslöffel Sonnenblumenöl oder Olivenöl und eine Prise Salz und Pfeffer. Du findest aber alle Zutaten auch nochmal in der Infobox. Zuerst gilt es, den halben gewaschenen Salat idealerweise mit einer Salatschleuder zu trocknen. Der Salat muss gut getrocknet sein, damit er das Dressing gut aufnimmt. Den Link zu unserer Salatschleuder findest du in der Videobeschreibung. Als nächstes schneidest du die halbe Salatgurke in kleine Würfel. Natürlich kannst du auch den Rand entfernen, wenn du ihn nicht magst. Danach gilt es, die gelbe Paprika zu entkernen und sie in kleine Stücke zu schneiden. Daraufhin teilst du die 250 Gramm Kirschtomaten in zwei Hälften. Halbiere nun die Avocado und nehme ihr das Fleisch mit einem Löffel heraus. Dieses schneidest du anschließend in Streifen oder Würfel. Zu allerletzt muss nur noch der Salat in schmale Streifen geschnitten werden. Kommen wir nun zum Dressing. Für das Dressing vermischst du 2 Esslöffel Sonnenblumenöl, 1 Teelöffel Senf, 2 Teelöffel Honig, 3 Teelöffel Zitronensaft und eine Prise Salz und Pfeffer. Nun kannst du das fertige Dressing dem Salat zuführen und ihn mit den gekochten Garnelen servieren. Lass es dir schmecken. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über dein Abo und Like. Bis zum nächsten Mal. Ciao.